Jawohl, ich grüße euch. Könnt ihr mal kurz anzeigen, ob ihr mich hört, dass alles funktioniert? Wenn jemand das Däumchen hoch zeigt, dann heißt es, ihr könnt mich hören. Müsste eigentlich alles funktionieren. Könnt ihr mich hören? Zeigt mal. Wir sind jetzt live. 29. Mai. 14.33 Uhr oder 34. Wäre schön, wenn ihr mal zeigen würdet, ob ihr mich hören könntet. Magdalena, kannst du mich hören? Jawohl, ich sehe es. Also die Daumen sind oben. Hallo, grüße euch. Ja, ich habe vorhin ein Interview abgedreht mit Gerald Hauser von der Freiheitlichen Partei Österreich. Wieder sehr interessant. Und es ist wirklich so, das, was du jetzt im Lande so siehst, sag mal, die Politiker und ihre Helfershelfer, die wollen uns ja hier zur Beute machen und die haben sich den Staat zur Beute gemacht. Und das ist ein super Interview. Es sind viele Beispiele drin. Ab 17 Uhr ist es drin. Es sind so circa 22, 23 Minuten, aber es lohnt sich. Und Gerald Hauser kämpft ja in Österreich nun wirklich mit Erfolg gegen Korruption, Maskenaffären, Testaffären und so weiter. Ja, und was wir hier bei uns erleben, und da ist das Gesundheitsbereich ist nur ein Beispiel, darüber hinaus, das ist ja völlig egal, was jemand macht. Die Konsequenzen drohen ja da nicht. Und ein Beispiel, und ich warte noch ein bisschen, ein paar drauf sind, ist die Europäische Arzneimittelagentur mit der Zulassung Impfstoff ab 12 Jahren für Kinder. Also mit 12 Jahren bist du noch ein Kind. Und die Ständige Impfkommission, die STIKO in Deutschland, sagt, nein, das ist zu gefährlich. Ich komme gleich noch dazu mit den neuesten Erkenntnissen über das Thema Impfen, eben ab 12 Jahren. Und hier muss wirklich ein Riegel davor geschoben werden. Und wenn ihr das anschaut, den Politikern ist eigentlich völlig egal, was das Volk will, was wir uns vorstellen zum Wohle des Deutschen. Und herzlich willkommen natürlich unsere österreichischen Freunde und im deutschsprachigen Raum und darüber hinaus in der ganzen Welt. Aber hier scheint den Politikern und auch in Österreich scheint egal zu sein. Es gibt den Einheitsbrei. Es gibt natürlich auch Parteien, die sagen, nee, wir opponieren dagegen. Aber es gibt einen Einheitsbrei, da wird alles zugestimmt. Bundesverfassungsgericht, Habert, Eilanträge bleiben mal liegen. Professor Mooswijk, einer der bekanntesten Verfassungsrechtler in Deutschland, sagt ja, das liegt seit 22. April. Aber man merkt, wenn Politik und Justiz, Judikative zusammenspielen, was dann passiert. Aber lasst mich kurz darauf zurückkommen. Politiker haben sich den Staat zur Beute gemacht. Wenn wir uns das anschauen, Jens Spahn hat ja jetzt das Neueste, was jetzt kommt, ist ja sein Testskandal. Das heißt also, diese Schnelltests und PCR-Tests, da ist ja ein Riesenskandal. Da haben ja viele Millionen abgezogen und so Testcenter schießen ja überall aus dem Boden. Das ist das ganz Neueste vom heute, von Samstag, den 29. Aber kommen wir darauf zurück, dass Spahn sich hinstellt und sagt, wir werden den Kindern ein Angebot machen. Die Bildungs- und Forschungsministerin Kalitschek sagt, ja, wir müssen klassenweise impfen. Nun sage ich euch mal etwas, was heute am 29. Mai, und wir sind jetzt live, 15.37 Uhr, es gibt in Erlangen hat eine der besten Universitätskliniken in Deutschland, das ist wohl unbestritten, es gibt den Professor Christian Bogdan, der ist seit 2007 Leiter des Instituts für klinische Mikrobiologie und Immunologie an der Universitätsklinik in Erlangen. Und seit 2011 ist er ständiges Mitglied der STIKO, also der Ständigen Impfkommission. Und der ist jetzt gefragt worden, was halten Sie denn vom Impfen für Kinder? Nochmal, Ständige Impfkommission, wirklich einer der erfahrensten in Deutschland, Uniklinik Erlangen. Erlanger STIKO-Mitglied fragt sich, ob die Jüngeren nicht sogar ohne Corona-Infektion und sogar eine Corona-Infektion hilfreicher wäre als ein Vakzin. Also er sagt, ist es nicht bei Kindern und Heranwachsenden sinnvoller, dass sie eine Infektion durchmachen und gesunde Abwehrkräfte sich entwickeln, als ein Vakzin? Und das kommt ja nicht von irgendjemandem, sondern der Mann ist entsprechend erfahren und weiß, was er sagt. Er sagt also, die Wirksamkeit ist für Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren bereits nachgewiesen, die Wirksamkeit des Impfstoffs. Aber in Sachen Nebenwirkungen fehlen noch ausreichend Daten.
in der Phase 3 der Studie zur Zulassung des Impfstoffs, also das, was läuft, Impfstoff für 12- bis 15-Jährige, waren 1131 Kinder geimpft. Damit können wir Nebenwirkungen, die seltener als 100 auftreten würden, nicht zuverlässig detektieren. Zum Vergleich, in Erwachsenenstudien wurden 15 bzw. 20.000 Menschen geimpft, um dann eben Erfahrungswerte und Daten zu sammeln. Man muss sich es mal vorstellen, Spahn sagt also, wir lassen die Kinder können geimpft werden und entgegen der Empfehlung der Ständigen Impfkommission, was der Junge abzieht, ist ein Verbrechen. Das ist so erstaunlich, dass die mit uns machen können, was sie wollen. Da stellt der sich hin, erzählt irgendwie was. Aber man sieht, die Pharma-Lobby leistet ganze Arbeit und Spahn hat ja lange Zeit damit zu tun gehabt. Nun wird ihm gefragt, welche zusätzlichen Risiken kann es bei Kindern und Jugendlichen geben? Ich wiederhole nochmal, die Antwort kommt von Professor Bogdan, Leiter des Instituts Klinische Mikrobiologie und Immunologie an der Universitätsklinikum in Erlangen. Also eine Hausnummer. Er antwortet, welche zusätzlichen Risiken kann es bei Kindern und Jugendlichen geben? Diese Impfstoffe sind alle stark immunisierend. Deshalb kann es zu unerwünschten Immunreaktionen kommen. Beim Schweinegrippenimpfstoff, von dem haben wir auch schon berichtet, 2009, 2010, Pandemrix, haben wir erlebt, dass es bei Kindern und Jugendlichen eine signifikant erhöhte Narkolepsierate gab. Das bedeutet, die Kinder sind unheilbar krank. Das heißt also, die haben die Schlafkrankheit unheilbar. Beim BioNTech-Impfstoff hat das Paul-Ehrlich-Institut Hinweise für ein erhöhtes Auftreten von Herzmuskelentzündung im zeitlichen Kontext zur Impfung. So, man muss sich das bitte mal vorstellen. Das heißt also, im zeitlichen Kontext zur Impfung treten verstärkt Herzmuskelentzündungen auf. Herzmuskelentzündungen sind so wie verschleppte Grippe. Wenn du das einmal hast und es wird chronisch, das ist etwas, das kriegen die nie wieder los. Das ist etwas, ich sag mal, wie kann jemand sich hinstellen und gegenüber dem, wo er von uns ernährt wird, der wird von uns bezahlt, der Spahn, stellt sich hin und sagt, ja, für Kinder würde er es also freigeben, entgegen der Empfehlung der Ständigen Impfkommission. Jens Spahn, ich halte das, was Sie abziehen, für ein Verbrechen. Und ganz ehrlich, solche Leute gehören für mich, könnt ihr mir anschauen, wie ihr wollt, gehören angezeigt. Was da läuft mit Merkel und Konsorten, die ganzen Lakaien, die da rumlaufen. Und die haben sich wirklich den Staat zur Beute gemacht. Weil keiner spürt irgendwo Verantwortung. Giffey, wisst ihr alles, will regierende Bürgermeisterin werden, Doktortitel ist egal. Der Olaf Scholz, Kanzlerkandidat für SPD, ob das jetzt die Cum-Ex-Geschäfte Warburg oder ob das Wirecard ist, spielt keine Rolle. Die einen melden die Einkünfte nach, spielt alles keine Rolle. Der andere macht, Laschet, hat mit Van Laak die Geschäfte gemacht, 48 Millionen ohne Ausschreibung. Spielt da keine Rolle. Die haben sich den Staat zur Beute gemacht. Die haben sich uns zur Beute gemacht. Und wir hören zu. Aber wir hören nicht zu. Liebe Freunde, um 17 Uhr ist das Interview mit Gerald Hauser drin. Hart gesprochen, Klartext gesprochen. Und hier nochmal, ich werde immer wieder, oder die Woche kamen ein paar Schreiben, du redest ja mit AfD-Politikern und mit Politikern der Freiheitlichen Partei Österreich. Ja klar mache ich das. Ich rede mit Menschen zum Wohle des deutschen Volkes. Ich schaue mir das an, ich sage, was haben die Menschen zu sagen? Was können die bewegen? Wie sind die Aussagen? Sind die Aussagen verständlich? Sind die Aussagen pragmatisch? Sind die für uns nützlich? Und wenn das der Fall ist, dann mache ich das. Und schaut euch mal Martin Hess an. Toll, was er über innere Sicherheit sagt. Hört euch mal Nicole Höst an. Toll, was sie über Kinder, Familie, Genderfizierung und Geschlechtergleichheit angeht, ab 14 Jahren, SPD und Grüne. Hört euch mal Rüdiger Lukassen an. Ehemaliger Oberstgeneralstab der Luftwaffe und, hört sie euch an und hört euch Gerald Hauser an, das sind alles Menschen mit Verstand, aber worum es hier eigentlich geht, wenn du irgendwas sagst, oh rechts, es ist ein Etikettenschwindel und darüber werden wir zukünftig mehrere Sendungen machen. Etikettenschwindel bedeutet, Kampf gegen rechts ist nichts anderes wie ein Kulturkampf, bloß geschickter verpackt. Das heißt also, jeder irgendwo und die ganzen Mitläufer, der ganze Einheitsbrei im Landtag und im Bundestag, weitestgehend Einheitsbrei, der spielt da überall mit und sagt, ja, Kampf gegen rechts. Dass das ein Kulturkampf geworden ist, gegen unsere Wertesystem,
gegen unsere Familie, gegen unsere Sprache. Das muss doch mittlerweile jeder begreifen. Und was Grüne und alle anderen ziehen ja mit, es gibt ja keinen, der deutlich opponiert, ist ja nichts anderes wie ein Kulturkampf. Und dieser Kulturkampf ist geschickt verpackt, Kampf gegen rechts. Ja, ich bin rechtsstaatlich, alle anderen sind rechtsstaatlich und von Menschen, die nicht rechtsstaatlich sind, mit denen unterhalten wir uns nicht. Also insofern freut euch drauf, 17 Uhr geht's los. Morgen habe ich noch eine knaller Ankündigung, Justizskandal in Berlin. Wird toll. Ich sage danke, dass ihr drauf seid. Ich sage danke, dass ihr uns unterstützt. Aber ihr seht, für uns gibt es kein Wochenende, für Redaktionen, für die Mitarbeiter. Wir machen das gerne und ich wünsche euch etwas. Die Sonne kommt raus. Ja, und jetzt lasse ich mir einen schönen Cappuccino. Den mache ich mir selber, bin ich selber in der Lage. Ich wünsche euch etwas. Passt auf euch auf und ich freue mich, wenn ihr um 17 Uhr einschaltet. Gerald Hauser, danke für eure Unterstützung. Die Politiker haben sich und ihre Helfershelfer haben sich den Staat zur Beute gemacht. Ich wünsche euch was. Bis später. Tschüss.